Hallo zusammen, ich heiße Irina Eirich, Salzhalt-Grotte Frankfurt. Heute erzähle ich euch, viele Leute kommen zu uns wegen Nasennebenhöhlenentzündungen. Viele denken, dass sie haben sogar Zahnschmerzen oder Ohrenschmerzen haben sie auch dadurch, sie haben Halsschmerzen und danach wird festgestellt, dass es Nasennebenhöhlenentzündungen und die kommen. Die versuchen immer irgendwie mit Medikamenten, aber das funktioniert nicht immer, weil, wie gesagt, seit jahrelang leiden die Leute. Und ich erzähle, was wir machen könnten. Zu Hause ganz einfache Mittel, 2-3 Minuten pro Tag investieren. Das ist Wasserstoffperoxid, 3%iges. Das kann man bei der Apotheke kaufen, kostet 3 oder 4 Euro, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist 50 Milliliter Wasser. Das ist übrigens so eine russische Methode und das ist sozusagen Hausmedizin, ja, weil wir in Russland, wir haben ja nicht so viel damals Medikamente gehabt, also und deswegen, wir haben, also ich wurde das, als ich klein war, quasi immer damit behandelt, jetzt mache ich das auch prophylaktisch ab und zu und das funktioniert super. Die einzige ist, das brennt ein bisschen in der Nase, also hier Nasennebenhöhle müssen immer frei sein, ja, weil wenn die irgendwie zu verschleimt sind, da passieren viele Sachen, wie gesagt, hier sind die ganzen Nervenkanäle und wie gesagt, man kann auch also, Kopfschmerzen bekommen und alles mögliche ist, also wie gesagt, Zähne und das geht auch rein, dass sogar manche haben, es wurde auch festgestellt, Schilddrüsekrankheit, ja, das kann auch von den Nasennebenhöhlen irgendwie entzündet sein, ja. So, was machen wir jetzt? 50 Milliliter lauwarmes Wasser und machen Sie 20-30 Tropfen rein. Einfach so eine Pipette, ja, und dann, also 1, 2, 3. Ich habe das schon quasi reingemacht, wollte nur zeigen. Und das funktioniert so, dass Sie einfach, es geht nicht wie viele, es geht um Abspülung, ja. Sie nehmen wirklich viel rein, also wirklich so viel rein, ja, wie möglich. Sie können das ein paar Mal machen und dann machen Sie das. Einfach rein, ach, eine Sekunde. Ich zeige, damit Sie sehen, dass ich nicht sterbe, dass ich weiter sprechen kann und mir geht es gut, damit Sie sagen, oh, erzählt, was ist das denn? Und hier, Sie bekommen jetzt eine, so eine leichte Wärme. Ja, wenn Sie die Wärme nicht bekommen, das heißt, Sie können noch ein bisschen mehr reintun und das wird ein bisschen, also wie gesagt, ein bisschen, so nach ein paar Sekunden bekommen. Und das geht auch in den Hals und das ist super so. Machen Sie ein paar Mal in einer, ja, okay, danach können Sie das ruhig wegtun. Und diese Wasserperoxid, das kommt überall rein, ja, in so überall in die feinen Kanäle. Und wenn nicht durchkommt, dann sucht er schon einen Weg, wie er da reinkommt. Und das wird abgespült. Und das ist eine super gute Geschichte. Die andere Methode gibt es noch, die machen das mit Apfelessig, da habe ich schon auch meinen Post gemacht im Facebook. Mit Apfelessig kann man genauso Gleiches machen, auch in gleicher Menge, also ab und zu und dann in der andere auch. Und so bleiben auch Ihre Kanäle immer frei, ja, und Sie können eigentlich ganz schnell in einer Woche Nasennebenhöhlenentzündungen selbst behandeln. Und das funktioniert super, das machen auch viele Kunden von uns. Und deswegen probieren Sie es einfach. Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie bei uns an, also bei mir an, also in der Salzhalbgrotte Frankfurt. Und dann erzähle ich Ihnen, wie das nochmal geht. Aber haben Sie keine Angst, dass es, wie gesagt, mir geht jetzt gut. Und das ist, genau, einfach zu Hause ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, bleiben Sie gesund.